Herzlich willkommen bei Angedacht, einen schönen guten Morgen, Freunde und Freundinnen der Sonne. Der Sommer scheint gerade eine Pause zu machen. Es ist ein bisschen kühler. Ich merke das hier gerade, aber ich finde es wunderbar. Und aber der Corona-Marathon scheint wieder zu Hochformen aufzulaufen. Und das merken irgendwie auch alle. Und die antiken Griechen, die haben gesagt, Panterei, alles fließt, alles ist in Bewegung. Und für mich bedeutet das, deswegen sitze ich gerade hier, dass man irgendwie ja permanent alles neu ausbalancieren muss. Und das ist auch ganz schön herausfordernd, glaube ich. Eine befreundete Lehrerin sagte mir, wie das so bei ihr in der Grundschule ist, bevor es mit dem Unterricht losgeht, braucht es erstmal eine gute halbe Stunde, dass alle Schüler und Schülerinnen sich die Hände waschen. Und nach der großen Pause ist das dann ebenso. Und das ist schon ganz schön herausfordernd. Ein Freund sagte mir, der im Sommer, im Juni seinen Geburtstag feiern wollte, seinen runden, er hat ihn verschoben auf den Oktober und er rief mich jetzt letzte Woche an und sagte, Rüdiger, will ich nicht, ich will es nochmal verschieben, weil ich möchte nicht mit Physical Distance mit euch feiern, ich möchte es irgendwie richtig gut feiern, leicht und locker und das geht unter diesen Bedingungen nicht. Ja, der Corona-Marathon hält alle in Atem und viele tun ja so, als ob es völlig easy und easy going wäre. Ganz ehrlich, für mich ist das nicht so easy going, weil ich merke, es verändert sich so richtig viel und ich habe in vielen Dingen, im privaten und auch im beruflichen, auch in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, noch nicht so die richtige Form, die richtigen Formen gefunden, die ich gut finde und angemessen. Ja, und dann fragen natürlich auch manche, was hat Gott eigentlich mit Corona zu tun? Hat er überhaupt etwas damit zu tun? Früher war das ganz einfach, da hat man Katastrophen, Krisen, Pandemien immer damit in Verbindung gebracht, dass da das Strafgericht Gottes sich drin offenbart. Das glaube ich mal dezidiert nicht. Aber wie kann man es denn positiv bestimmen? Für mich ist es so, dass ich denke, dass wenn Menschen in Krisen sind, dass man nicht immer klar sagen kann, was Gott da gerade mit zu tun hat. Als Jesus an das Kreuz genagelt wurde, starb er mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist jetzt nicht so die fette Antwort darauf, was Gott mit dem Kreuz zu tun hat, sondern es ist eine riesige Frage, aber eine Frage, die an Gott gerichtet ist. Und ich glaube, dass in dieser Zeit, wo wir alle sehr herausgefordert sind, beten vielleicht eine ganz schlaue Idee ist, dass wir uns mit unseren Fragen an Gott wenden, dass wir sie offen aussprechen und dass wir nicht so tun, als ob wir die Lösungen für alle Probleme dieser Welt hätten, weil ich glaube, wir haben sie mal dezidiert nicht. Und deswegen mein Corona-Gebet für dich und für mich in der ersten Person Singular formuliert. Mein Herr und mein Gott, erbarme dich. Sieh dich und nimm dich meiner an, mit all meinen Gedanken und Gefühlen. Diese Zeit, die ist so herausfordernd. Schenk mir die Kraft, die ich brauche, für diesen Weg, den ich gehe. Schenk uns die Kraft, die wir brauchen, damit wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Hilf uns anzunehmen, was ist, und hilf uns zu ändern, was möglich ist. Dazu gib mir und uns deinen Geist, deine Kraft, deine Besonnenheit. Herr Gott, erbarme dich. Kyrie eleison. Amen. Und nächsten Montag gibt es dann wieder ein neues Angedacht hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin alles Gute. Tschüss, Freunde. Das war Angedacht mit Rüb, was dein Leben reicher macht. Auf bald.